Herr Juraschka, am 12. Juni finden die Landratswahlen statt. Warum möchten Sie Landrat werden? Um in dem Landkreis ein bisschen was zu verändern. Das heißt, in allererster Linie natürlich Verantwortung zu übernehmen für die Bürger, die hier in diesem Landkreis leben. Und zum anderen, um den Landkreis aktiv mitgestalten zu können. Und das ist so die Herausforderung, die ich da sehe, warum ich Landrat werden will. Weil ich denke, es ist auch Zeit für einen Teamplayer, der Verantwortung tragen kann, aber auch sich bei Entscheidungen entsprechend abspricht und somit auch Entscheidungen treffen kann, die akzeptabel sind und die auch von der Mehrheit getragen werden. Was gefällt Ihnen an Ihrem Landkreis? Dass er wirklich bunt im wahrsten Sinne des Wortes ist, dass wir wirklich eine tolle Mischung haben zwischen kleinen Gemeinden und Städten in der Großstadt Zwickau, dem Oberzentrum, dass wir quasi ja auch wirklich, Zwickau liegt ja so wirklich in der Mitte des Landkreises und strahlt aus, aber auch die kleineren Städte und Gemeinden strahlen für sich. Und ich hätte gern, dass wenn ich Landrat wäre, dass wir zusammen strahlen im Sinne des Wortes, miteinander die Leute und die Städte und Gemeinden verbinden und miteinander den Landkreis auch wirklich ja, sozial gestalten und vor allen Dingen eben auch lebensfroh, dass Leute, die hier arbeiten wollen, auch leben und wohnen wollen. Was möchten Sie verändern? Ich möchte in allererster Linie verändern, dass wir in diesem Landkreis die politischen Entscheidungen, die getroffen werden, näher an den Bürger ranbekommen. Das heißt, mein Standortbeispiel ist immer wieder, jeder, der politisch interessiert ist, kann sich eine Bundestagsdebatte angucken. Jeder kann sich auch im Landtag eine Debatte angucken. Hier in der Stadt Zwickau kann man sich Stadtratssitzungen anschauen. Kreistagssitzungen schaffen sie nicht, weil die in dem Sinne nicht öffentlich sind, sie werden nicht übertragen und sie werden auch nicht großartig dokumentiert, außer durch die Heimatzeitung. Aber ansonsten hat ein politisch interessierter Bürger keine Chance, sich großartig darüber zu informieren. Das möchte ich ändern, das ist auch überfällig, weil das eine sind die Übertragungen, das andere sind natürlich auch die Informationen. Die sozialen Medien müssen bespielt werden, weil das ist das, was der Bürger im Großteil auch nutzt und wo er sich seine Informationen herbezieht. Und da muss ganz schnell Änderung her. Vielen Dank.